und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich heute mit euch den neuen Aquarellkasten vom Action ausprobieren. Ich habe schon einen Probelauf gestartet und ja, jetzt das zweite Probelauf mache ich dann mit euch zusammen. Und dafür habe ich mir auch schon was abgestempelt auf Aquarellpapier, und zwar Seepferdchen, Seesterne und so Seegras gedönt. Und das Stempelset ist von Crafts Compendium. Ich hoffe mal, ich habe es richtig ausgesprochen, keine Ahnung. Jedenfalls ist es dieses Stempelset, falls es jemanden interessiert. Weil ich habe immer mal das Problem, ich sehe tolle Videos von vielen YouTubern und dann, ja, wird leider nicht genannt, woher ist die Stanze oder von wem ist die Stanze oder von wem ist das Stempelset. Und deswegen versuche ich das jetzt für euch dann immer zu erwähnen. Ich habe mir hier noch unterstützungsmäßig ein Eierwäscher mit Wasser hingestellt und einen Pinsel, einen Wassertankpinsel, Aquarellpinsel, irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ja. Dieser hier ist zum Beispiel, den gibt es im Dreierpack bei Rossmann und ich habe heute wieder einen Sprachfehler, ich merke schon eher. Das ist schon der Abends, neun Stunden schon geackert heute wieder. Gut, ich kriege den hier gar nicht raus. Kriegt man den hier nicht raus? Doch, jetzt. Also es wäre einer dabei. Ich habe den jetzt noch nicht benutzt, weil ich mag lieber diese hier. Allerdings habe ich schon festgestellt, der war neu. Jetzt sieht er so aus. Der hat schon gut Farbe abbekommen. Egal. Wir wollen jetzt einfach anfangen. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt das Seepferdchen. Also ich habe diese Stempel schon einmal koloriert. Hier. So relativ naturgetreu. Natürlich werde ich dann noch ein paar Feinheiten mit aquarellen Stiften dann noch dazu machen. Aber so an sich, ja, genau. Habe ich mir überlegt, ich habe gerade noch mal gegoogelt, wie denn so Seepferdchen oder was für Farben, in was für Farben es denn Seepferdchen gibt. Und ja, bin mir jetzt nicht schlüssig. Mache ich ein lilanes oder so rosa-lilanes oder mache ich ein blaues? Oder nehme ich nochmal dieselben Farben? Das hätte ich mir ja auch vorher überlegen können, aber nö. Warum auch? Ich würde sagen, wir machen ein rosanes. Ich hätte jetzt Lust auf rosa. Was sagt ihr? Ja, so. Und dann nehme ich auch wieder die Glitzer. Also ich habe hier die Glitzerfarben genommen, außer das Grün nicht. Ich weiß nicht, sieht man einen Schimmer? Ja, jetzt sieht man hier den Schimmer. Also es schimmert ein bisschen, ne? Diese Metallic-Farben, die dabei sind, schimmern so leicht. Und ja, ich würde sagen, ich nehme rosa. Ja, und dieses helle Blau. Das rosa und das helle Blau. Genau. Da mache ich jetzt erstmal ein bisschen Wasser drauf, damit die Farbe so ein bisschen anweichen kann. Das macht sich dann so ein bisschen besser. So. Ja, der ist hier ein bisschen schwer auch zu drücken noch, weil er halt noch so neu ist. Und lass die Farbe jetzt anziehen und mache mit euch schon mal das Grün, würde ich sagen. Von den Pflanzen. Dann nehme ich das ganz normale Grün. Ne? Und hier ist es jetzt auch nicht schlimm, dass ich hier dann übermale, weil ich schneide es ja eh noch aus und verbastle es dann weiter. Von daher kann ich da ruhig rübergehen. Das stört mich jetzt so gar nicht, weil es ja noch weiter verarbeitet wird. Es hat auch so seine Vorteile, ne? Jetzt wie wenn man jetzt das Stempelmotiv aufstempelt und dann ja halt das gleich so weiter verarbeiten muss. Dann hätte ich mir einen, ich habe natürlich auch noch ganz dünne Aquarell, also hier Wassertankpinsel. Was sage ich mit meinem Aquarell? Weil es ein Aquarellkasten ist, genau. Ja, und jetzt nehme ich das dunkle Grün und dann lasse ich das hier so ein bisschen ineinander verlaufen. So. Jetzt nochmal ins helle Grün und dann ziehe ich das von unten nach oben. Nee, von oben nach unten. Oh Gott. Einfach rein. So, und ab jetzt würde ich sagen, ich starte jetzt einfach mit Musik, weil, ja, und im Schnelldurchgang, weil mein Gequatsche ist heute doch ein bisschen sehr durcheinander.
Okay, also. Ich melde mich dann am Ende des Videos nochmal. Da bin ich wieder. Also ich würde sagen, ja, kann man machen. Für knapp 6 Euro, was der kostet, ist das völlig in Ordnung. Also es muss jetzt noch trocknen. Jetzt überlege ich, weil das jetzt so schön aussieht mit dem Glanz, ob ich da dann im Anschluss Glossy Action drauf knall. Hier so ein bisschen so und dann einfach nur reinwische. Muss ich mal sehen, ob ich das so mache. Ich finde ja, es ist völlig ausreichend. So für so ein paar Stempelmotive mal eben schnell kolorieren. Wie es jetzt natürlich mit richtigen Bildern aussieht, mache ich ja nicht. Ich wollte es ja wirklich bloß für Stempel kolorieren haben. Da reicht mir es aus für so eine Großflächen. Bin ich da schon ganz zufrieden mit. Gefällt mir, muss ich schon sagen. Und ja, auch dass die so schön glimmern, die Farben. Jetzt, das hier ist jetzt endlich trocken. In der Zeit, wo ich koloriert habe, ist das abgetrocknet. Also ich habe jetzt für das ganze Video, habe ich jetzt 15 Minuten gebraucht bis hierhin. Und ja, ich denke mal, das ist völlig in Ordnung. Lassen sich ganz gut verarbeiten. Ja, man muss die Farben erstmal anlösen, ne? Also das ist nicht so wie bei den etwas hochwertigeren Aquarellkisten. Davon habe ich auch bloß einen und der ist so gut wie hinüber. Er ist so aufgebraucht. Und ja, also die brauchen ein bisschen länger. Man muss die wirklich erst feucht machen, damit die Farbe ein bisschen na, dass man die Farbe lösen kann. So, Mensch, Kinder. Genau. Ja. Okay, ihr Süßen. Dann hoffe ich, euch hat dieses kleine Vorführvideo gefallen. Ihr könnt ja gerne, wenn ihr den auch habt, mal eure Erfahrungen damit reinschreiben in die Kommentare, ob ihr den für gut empfindet oder eher nicht so. Also ich muss sagen, für Stempelmotive, die etwas größer sind zum Kolorieren, macht es sich ganz gut. Einziges Manko ist halt wirklich, dass die Farbe ja so schwer zu lösen ist, in Anführungsstrichen. Ihr habt ja gesehen, wie oft ich da drin rumgerührt habe. Das ist so das Einzige. Vielleicht, wenn die Oberfläche erstmal angeraut ist, dass es dann besser geht, wird sich dann mit der Zeit zeigen. Und ja, das war's dann erstmal von mir. Also, bis dahin. Tschüss.